So, und jetzt interessiert mich, weil du machst mit deinem Coach, heißt es, immer so eine Art Aufstellung, also wie eine Familienaufstellung zur Vorbereitung deiner Rollen. Mhm. Und diese Konstellation mit der Lina, die ja mit Charlie Hübner also verheiratet ist, oha, und jetzt deine neue jetzt Partnerin ist, die würden wir dich gerne mal nachstellen lassen, weil wir wissen, du benutzt dafür solche Becher. Das sind die Nasen, die Henkel. Ja. So, du kannst dir auch. Wen soll, wer ist denn jetzt was? Das darfst du alles zuordnen. Dann bin ich das. Und stell mich hier hin. Das ist die Nase. Das bist du, ja? Ja, das ist Lina. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt Charlie. Nein, Quatsch. Steht er neben Lina, neben dir, ganz woanders? Ach, guck mal. Ja, abgefahren, ne? Er ist näher an dir als an seiner eigenen Frau. Für die Rolle. Für die Rolle. Für die Rolle. Und jetzt würde ich in diese jetzt würde ich da reingehen, wie Katrin König. Jetzt steige ich wieder raus. Und würde gucken, was das mit mir macht, sozusagen. Ich finde das super interessant. Ich habe das noch nie gehört, dass man diese Art als Familienaufstellung macht, als Vorbereitung für eine Rolle. Machst du das dann mit allen Figuren so? Also auch mit denen, die für mich irgendwie relevant sind. Mit denen du eng spielen musst. Ja, oder die in dem Film irgendwie wichtig sind und entscheidend sind. Aber warum ist sie hinter euch? Also ist sie eifersüchtig? Ja, ich müsste man mal reingehen und reinfühlen, warum die da steht. Das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall kratzt sie schon hinten rum. Steht aber auch für sich und er will unbedingt noch seinen Platz haben. Ich merke, dass mich das wütend macht und dass ich ihn gerne wegschieben möchte. Ein Teil von mir möchte sie ranziehen und ein anderer Teil, ja, möchte sie gerne ein bisschen näher haben, aber noch nicht so total nah, aber möchte sie näher haben. So, ja, das klingt total bescheuert, ne? Aber passt ja. Ich finde das unglaublich. Oh, also das hilft ja unglaublich, wenn man eine Familientherapie macht und eine Paartherapie, diese Aufstellung. Ne? Aber ja, das ist in der Schauspielerei auch sehr emotional. Also einem kommen da auch teilweise wirklich voll die Tränen oder Wut oder es geht wirklich ab. Und das ist natürlich toll für die Figur, dass du so versuchst, eine Grundhaltung für deine Figur zu finden oder für zu den unterschiedlichen Leuten. Vor allem, weil die Zeit ja auch knapp ist am Set, dass du sozusagen, ich liebe das einfach vorbereitet zu sein und neugierig zu sein. Und wenn ich dann erfahre, wer mein Kollege oder meine Kollegin am Set sein wird in dieser Figur, finde ich das toll, wenn ich für mich schon mein Bild innerlich habe und mit diesem Bild auf die zugehen kann. Und das heißt ja nicht, dass ich dann starr bin und nicht flexibel damit umgehen kann, aber ich mag es einfach gerne für mich schon, für meine Figur irgendwie eine größere Dimensionalität geklärt zu haben, was, wo ich selber stehe, wie ich zu denen stehe und was die Leute mit mir machen.